Seit jeher kämpfen wir Frauen für Gerechtigkeit. Wir sind aber nicht allein für das Frauenwahlrecht, für mehr Rechte für Frauen auf die Straße gegangen, sondern auch für 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. Für unsere Demokratie, für leistbares Wohnen, für den freien Zugang zu Bildung. Frauen sind immer auch für ein leistbares Leben, für ein besseres Leben für alle auf die Straße gegangen. 100 Jahre, nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist, müssen wir leider sagen, dass wir immer noch nicht alles erreicht haben. Aber was heißt das eigentlich? Stellen wir uns mal vor, Frauen haben einfach keine Lust mehr. Sie hören auf, Kinder zu betreuen. Sie hören damit auf, im Supermarkt die Regale einzuschlichten. Sie hören damit auf, Ältere oder Kranke 24 Stunden am Tag zu betreuen oder zu pflegen. Sie hören damit auf, Gebäude zu reinigen. Stellen wir uns das einmal vor. Gerade die letzten Wochen haben uns sehr vor Augen geführt, was das eigentlich heißen würde. Die systemrelevanten Tätigkeiten, das, worauf es jetzt gerade wirklich ankommt, werden zu einem ganz großen Teil von Frauen erledigt. Die Aufgaben sind ganz unterschiedliche. Aber was allen gemeinsam ist, ist, dass sie in vielen Fällen unbezahlt sind, schlecht bezahlt sind und noch bis vor wenigen Wochen unsichtbar waren. Wir kennen die Zahlen, wir kennen die Daten, wir kennen die vielen Geschichten. Und trotzdem gibt es immer noch die, die sagen, wir sollen uns nicht so anstellen. Es sind die, die sagen, Gleichberechtigung, die haben wir ja eh schon längst erreicht. Es sind die, die sagen, Sexismus, das ist vielleicht was, was wir aus dem Ausland importiert haben. Es sind aber genau die, die uns jetzt ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wenn wir nach 5 Wochen zu Hause mit Kindern die mal wieder in die Schule schicken wollen. All die sollen sich mal vorstellen, was wäre, wenn wir da nicht mehr mitmachen würden. All die, die Frauen einschränken wollen, mit finanziellen Kürzungen oder mit rechtlichen Kürzungen. All die sollen sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn die Frauen streiken. Dann würde die Welt nämlich stillstehen. Wir wollen aber, dass sich die Welt weiterdreht. Und dafür müssen wir aber einen neuen Weg einschlagen. Dafür sind wir da als Sozialdemokratie. Und dafür werden wir 100 Jahre, nachdem wir das Frauenwahlrecht erkämpft haben, uns jetzt einsetzen. Alle gemeinsam mit unserer ganzen Kraft. Und können meine Liebsten, wenn sie von Krankheit betroffen sind, in ein Krankenhaus gehen und eine gute Gesundheitsversorgung bekommen. Genau für das haben wir als Sozialdemokratie seit über 100 Jahren immer gekämpft. Und genau für das werden wir uns auch jetzt einsetzen. Weil im Zentrum von unserer politischen Arbeit einfach immer steht, dass wir ein gutes, ein besseres Leben, das beste Leben für alle Menschen haben wollen.